Die Grundlage für den 3D-Druck bildet eine digitale 3D-Grafik des Modells. Bevor der Druck starten kann, werden die virtuellen Daten zunächst bearbeitet. Da der Drucker das Modell in sehr dünnen Schichten übereinander aufbaut, müssen sehr feine Stellen zuvor genau überprüft werden. Spezielle Computerprogramme kommen dabei zum Einsatz. Sie helfen bei der Überprüfung der Dateien und ermöglichen eine schnelle und flexible Nachbearbeitung. Sind die Dateien optimiert, kann der eigentliche Druck beginnen. RT setzt dazu einen kontrastreichen Farbdrucker ein. Mit einer 24-Bit-Farbabbildung und einer Auflösung von 300x600 dpi ist es möglich, auch Logos, Texturen oder technische Beschriftungen präzise darzustellen. Das Gerät ist dabei kaum größer als ein Kopierer. Für den Druck des Modells wird ein Gipspulver schichtweise in den Bauraum befördert und dort mit einer Walze verteilt. Dann druckt ein Tintenstrahler die Grundlinien des Körpers auf diese erste dünne Pulverschicht. Durch das Aufbringen der farbigen Tinte wird das Pulver verdichtet und gehärtet. Es klebt zusammen. Die Trägerplatte senkt sich ein wenig und die nächste Pulverschicht wird verteilt. Dieser Prozess wiederholt sich bis zu 1000 Mal. Nach etwa 3 Stunden liegt das fertige Architekturmodell im Drucker, noch umgeben von lockerem Pulver. Größere Modelle lassen sich produzieren, indem Einzelteile gefertigt und zusammengesetzt werden. Bei höheren Stückzahlen wird der Bauraum mit mehreren kleinen Modellen gefüllt. Das verringert den Zeitaufwand erheblich. Aus den Hohlräumen wird nun zunächst das überschüssige Baumaterial entfernt. Eine feinere Reinigung erfolgt dann mit Pinsel und Luftdruck. Das gesamte überschüssige Pulver wandert übrigens zurück in den Vorratsbehälter. Es kommt bei der nächsten Fertigung eines 3D-Modells wieder zum Einsatz. Das senkt den Materialverbrauch und die Kosten für den Druck deutlich. Nach der Reinigung folgt eine Lackierung des Modells. Das bringt die Farben noch besser zur Geltung. Auch weitere Nachbearbeitungen wie zum Beispiel Schleifen sind möglich, um die Oberfläche noch weiter zu optimieren. Der Fantasie sind durch den 3D-Druck keine Grenzen mehr gesetzt. Modelle für Industrie, Medizin oder Produktdesign lassen sich kostengünstig herstellen. Aber auch echte Unikate, von der Geschenkidee bis zum 3D-Kunstwerk, können gefertigt werden. Jedem ist es möglich, seine Ideen umzusetzen. Komplexe Formen werden nicht nur beschrieben, der Kunde kann sie anfassen und aus allen Perspektiven betrachten. Das motiviert Kunden und Teams und beschleunigt zum Beispiel den Abstimmungsprozess bei der Produktentwicklung. Das Modell ist nun fertig und abholbereit. Der Kunde kann die Verkörperung seiner Idee mit nach Hause nehmen. Ja, und das, was ich hier in der Hand habe, in meinen beiden Händen, ist meine dritte Hand. Normalerweise ist das ja ein Werkzeug, wo so eine Lupe dran ist, die dritte Hand. Und da sieht man mal die Strukturen, die man da verfertigen kann. Und auch die Farbe, die da drin zu sehen ist hier. So, die Farbe, die da drin zu sehen ist, kommt von dem Drucker. Und das ist eben auch der Vorteil von dieser Art, solche 3D-Drucke zu machen, dass es schon fertig bemalt und in Farbe herauskommen kann. Herr Hamann, Sie kommen von RT Reprotechnik. Ja, das ist richtig. Und Sie machen sowas als Dienstleister. Das heißt, ich kann mit einer CD da hinkommen und sagen, hier sind Cut-Daten drauf, jetzt machen wir mal sowas. So ist es. Und kostet, Sie sagen, die Hand kostet 240 Euro, weil das nachher berechnet wird, wie viel Material haben wir denn eigentlich verbraucht, mit der Hand zu machen. Richtig. Wie läuft das Ganze denn eigentlich? Geht das sprunghaft weiter? Weiß man überhaupt, die Architekten, wissen die überhaupt davon, dass sie damit Modelle machen können? Die großen Architekturbüros wissen das sicherlich, aber es setzt sich jetzt gerade erst richtig durch, dass eben Modelle im 24-Bit-Vollfarbflächenmodell eben darstellbar sind. Und die meisten Leute, die zu Ihnen kommen, haben Sie im Vorgespräch gesagt, das sind die Verpackungsleute. Was machen die denn? Na, die Verpackungsindustrie interessiert sehr, wie letztendlich ihre Verpackungseinheit am Ende tatsächlich aussieht und versprechen sich dadurch natürlich einen Mehrwert, wie es sich anfassen lässt. Und es ist im Gegensatz zu der
Darstellung am Rechner, am Bildschirm natürlich dann ein Vorteil. Wir sind eben gewöhnt, etwas anzupacken, etwas zu begreifen. Das ist es. Du hast auch was begriffen da, ne? Wie stabil ist sowas? Ich habe jetzt hier eine Schraube, die hat zwei Köpfe, da ist eine Mutter drauf. Also so viel Sinn macht es nicht, aber es ist eben ein Modell zum Anschauen. Kann man damit wirklich etwas festschrauben? Ist das stabil genug oder nicht? Bedingt. Sie können jetzt, also es ist nicht voll funktionstüchtig. Es ist und bleibt ein Gipsmodell. Es hat auch die Eigenschaften von Gips. Aber Gips fühlt sich anders an. Ja, es ist nachträglich gehärtet. Ja. Und dadurch bekommt es eben noch eine zusätzliche Stabilität. Wenn ich mir dann so etwas hier ansehe, das ist ja schon wirklich wahnsinnig. Kommt das so aus dem Gips raus? Das kommt so raus. Das mit den Farben? Mit den Farben, genau so kommt das Modell aus dem 3D-Drucker raus. Und hier innen, es ist hohl. Also wenn mir das jemand so in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, das ist so gedruckt worden mit einem Drucker, hätte ich gesagt, Junge, du hast einen Knall. Geht nicht, kann man nicht machen. Es ist schon Wahnsinn. Das heißt, wenn ich mir ein Haus baue und bisher kam der Architekt und hat da irgendwelche Bildchen gemalt und sowas, die meisten Leute konnten sich das nicht vorstellen. Und jetzt kann man aus diesen Plänen ein solches Modellhaus herstellen. Was kostet mich das? Grundsätzlich richtig. Also Sie können das Haus in Einzelteilen darstellen oder so als Vollmodell. Und wenn Sie dieses Modell kostet um die 500 Euro, da kommt es immer, wie gesagt, auf das Material an, wie viel Material in Kubikzentimetern verbraucht wurde. Aber anschließend kann ich mein Haus begreifen. Das ist richtig. Du brauchst natürlich gar keins mehr zu bauen. Obwohl es ein bisschen klein ist. Werden wir denn auch Modelle machen können, die nachher sehr viel größer sind, dass wir unsere Möbel vielleicht drucken können? Das ist in der Zukunft sicherlich möglich. Auch jetzt schon in der Entwicklung letztendlich. Ja? Ja. Wo denn? Bei uns auch in Deutschland? In Deutschland auch. Aber die Technologie ursprünglich kommt aus den USA. Aha. Dort sind sie auch am weitesten in der Forschung und Entwicklung. Was kostet denn eigentlich so ein 3D-Drucker? Dieser Gipsdrucker. Bei dem Gipsdrucker geht es bei 50.000, 60.000 Euro los. Also noch nichts für den Hobbyisten? Für den Hobbyisten nichts. Ja. Und dann kommt noch dazu die Software und derjenige, der den Drucker bedienen muss. Und überall, wo geometrische Körper entstehen, ist statisches Wissen gefragt. Und wie sieht das eigentlich mit dem Tintenstrahler? War die Rede vom Tintenstrahler. Sind das normale Patronen, die da reinkommen? Oder sind die doch speziell auf den Gips geeicht? Ja, das ist... Also Farbe ist ja auch drin, ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja das Innovative, das Neue an dieser Form des Rapid Prototyping, dass dort direkt Farbe, und die ist tintenbasierend, das ist richtig, aufgetragen wird. Gleichzeitig mit der Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass das Modell sich dann so aufbaut, dort an den Stellen eben entsprechend verklebt. Ja, du willst ein Rätsel machen wahrscheinlich. Modell hier in der Hand. Ein Rätsel. Ja, ein Rätsel kann man so vielleicht nicht unbedingt sagen. Das ist ein Ball, da sind Löcher drin und innen drin, weiß nicht, ob man das sehen kann, da ist noch so ein Ball mit Löchern drin. Ist das nachträglich zusammengeklebt oder wie haben Sie das gebastelt? Ja, das bringt dieses Produktionsverfahren letztendlich mit sich, dass Sie Modelle erstellen können, wo Sie keine Schnittstellen mehr haben. Das ist so gefertigt? Genau. Weil auch innen diese Kugel, die da richtig, drin ist? Richtig, in einem Schritt, in einem Produktionsschritt. Am Ende kommt das Modell so, wie Sie es in der Hand haben, aus der Druckmaschine. Ist ja den Ball muss man nicht irgendwie ein bisschen wegdrücken, damit er doch so eine Kante hat, wo er dranhängt? Nein, das ist ja so in den dreidimensionalen Daten angelegt, im Computer. Aha. Ist denn vorstellbar künftig, dass man anderes Material nimmt, welches fester ist? Dass ich zum Beispiel, Wolfgang Back hat im Vorfeld schon mal so ein bisschen, ich hätte fast gesagt gesponnen, aber kreativ nachgedacht, kommt zu einer Feier ein Besuch, man hat kein Besteck mehr, also druckt man sich schnell noch ein Besteck für den Besuch, der nachkommt? Also irgendwas Festeres? Das ist die Zukunftsmusik und in der Tat, es gibt auch so einen Drucker, der den Geschirrspüler ersetzt, tatsächlich schon. In den USA. Den Geschirrspüler? Ja, der den Geschirrspüler ersetzt. Wie Sie schon sagten, es kommen Gäste vorbei. Man braucht 6 Teller. Die kann ich mir also drucken lassen. Innerhalb von 90 Sekunden kommt ein Teller raus. Und anschließend, wenn man dann gespeist hat, kann man die Teller, das Material... Wegschmeißen? Nein. Eben nicht. Das wäre die typische amerikanische Wegwerfgesellschaft. Das ist hier nicht der Fall. Zu 100% recycelbar. Ich werde es also beim nächsten Druckvorgang zu 100% wiederverwenden können. Wie fällt das wieder in Pulver auseinander? Oder? Ja. Ja.
Ah, das ist ja super. Das ist ja wirklich super. Wahnsinn. Und die Teller, die halten auch, wenn ich da also meinen Steak da, wenn das ein bisschen hart ist und ich würge da drauf rum. Ich habe nur Bilder gesehen. Kannst du mir mal den Ball kurz geben? Aber gerne, ja. Denn dass man etwas Härteres machen kann und etwas Stabileres machen kann, das können wir auch zeigen. Nicht runterwerfen. Und da ist auch sowas da eingesperrt, allerdings aus Metall. So, das ist der nächste 3D-Film. Wie kommt die Kugel in das Gitter? Nein, dies ist kein neues Geduldsspiel. Sie können die Kugel nicht herausbekommen. Nicht durch Logik und Geduld, denn die Stahlkugel ist im Käfig gewachsen. Exakt zieht der Laser seine Bahn durch die mikrometerdünne Schicht aus Metallpulver. Schicht für Schicht wachsen aus dem geschmolzenen Metall Bauteile mit beliebigen Geometrien. Selective Laser Melting. Nur mit Laserlicht, ohne weitere Werkzeuge, entstehen die Bauteile. Der Clou? Es werden die gleichen Materialien wie in der Serienfertigung verwendet, allerdings in Pulverform. Die fertigen Bauteile erreichen genauso gute Eigenschaften wie Produkte, die auf traditionelle Weise gegossen oder gefräst wurden. Dr. Meiners und sein Team am Fraunhofer ILT in Aachen entwickelten hierfür eigens einen neuen Laser. Denn kein bestehendes Lasersystem konnte den hohen Anforderungen an das Verfahren gerecht werden. Am Anfang des Prozesses steht ein 3D-Modell des gewünschten Bauteils. Der Computer zerlegt es in hauchdünne Scheiben. Diese Querschnitte werden dann mit dem Laserstrahl aus dem Pulver aufgeschmolzen. Am Ende wird das fertige Teil entstaubt und kann direkt verwendet oder auf seine Funktionalität geprüft werden. Durch den schichtweisen Aufbau haben wir die Vorteile, dass wir eine sehr hohe Geometriefreiheit erreichen. Das heißt zum Beispiel beim abtragenden Verfahren wie Fräsen kann ich nur die äußere Form abtragend bearbeiten. Mit dem generativen schichtweisen Aufbau kann ich beliebig komplexe, auch interne Strukturen herstellen. Selbst schwierige Geometrien können in nur einem Arbeitsgang aufgebaut werden. Die Komplexität hat keinen Einfluss mehr auf den Preis, denn das Verfahren arbeitet immer gleich. Es funktioniert mit Kunststoffen, Metallen und Legierungen, solange diese in Pulverform vorliegen. So können zum Beispiel Implantate für Unfallopfer individuell und schnell gefertigt werden. Auch die Herstellung von Zahnprothesen wird deutlich einfacher. Waren bisher viele einzelne mechanische Arbeitsschritte nötig, um etwa eine Krone herzustellen, genügt heute das Scannen des Zahnabdrucks. Die Produktion läuft dann fast von alleine. Die Firma Bigo Medical in Bremen kann so 80% der Produktionszeit einsparen. Einmal eingescannt können die Daten von jedem beliebigen Computer aus zur Fertigungsanlage gesendet werden. So entstehen über Nacht die Zahnprothesen. Das ist die erste industrielle Anwendung. Doch die Möglichkeiten des Verfahrens sind fast unbegrenzt. Egal ob nun Zahnprothesen, massive individuelle Körperimplantate oder Leichtbauteile mit eingeschlossenen Hohlräumen für den Flugzeugbau hergestellt werden. Manche Visionen reichen sogar noch weiter. Astronauten von Shuttles und Raumstationen könnten ihre Ersatzteile direkt aus einer Datenbank ausdrucken. Denn bei längeren Reisen im Weltraum lässt sich nicht vorhersehen, welche Teile kaputt gehen werden. Mit der neuen Anlage wäre das fast egal, denn die Rettung käme in jedem Fall aus einem kleinen Sack mit Metallpulver.